Yo Leute, Brot ist wieder am Start und heute gibt es ein kurzes neues Commentary für euch zu dem Thema, was im Moment im Impact-Clan los ist, was unsere Situation ist und ja, ihr habt es wahrscheinlich auch schon gehört, aber ich starte jetzt direkt einfach mit den Fakten. Ich mache nur ein ganz kurzes Video dazu, einfach meine Meinung, mein Statement und ja, wie gesagt, oder wie ihr wahrscheinlich wisst, haben Marcel Scorpion und Visca Barca und der Blacktime den Impact-Clan verlassen und das Ganze haben wir gestern Abend in einer Skype-Nachricht in der Clan-Konfi gesagt bekommen und waren natürlich erstmal alle ziemlich enttäuscht und traurig, manche auch ein bisschen aggressiv und sind dann auch aus der Konfi gerage-quittet und ja, das hat dann auch zur Folge gezogen, dass jetzt so ein paar Leute auch einfach aus den Clan gelieft haben, weil sie einfach keinen Sinn jetzt mehr darin gesehen haben und für die quasi dann die Clan-Gemeinschaft zusammengebrochen ist und ja, was ich auch irgendwie ein bisschen verstehen kann. Allerdings wird der Impact-Clan einfach nicht zusammenfallen und wir werden auf jeden Fall weitermachen und ich denke mal, es ist euch auch mittlerweile schon klar mit den ganzen Commentaries, die ihr gerade schon gesehen habt und ja, wir werden auf jeden Fall weitermachen und die kleine Familie, die wir da aufgebaut haben, auf jeden Fall auch weiter stärken und weiter aufbauen. Und ihr braucht da gar keine Angst haben, dass wir irgendwie jetzt komplett aufhören wie Apokalypto. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Und ja, das ist eben so einfach der Hauptpunkt, dass ihr das schon mal wisst. Und ja, jetzt nochmal kurz zu dem Neuen. Und zwar hat sich einiges getan und zwar haben wir jetzt neue Leader, also Lukas, also der Harlekin und ich bleiben beim PC auf jeden Fall die Leader und auf der PS3 ist jetzt der Black dafür verantwortlich und auf der Xbox 360 der Elmo und Sonic kümmert sich gleichzeitig auch noch um die PS4 und ja, und ich will euch nur noch mit auf den Weg geben, dass wir eben alles wie gehabt weiterführen werden und auch die Freundschaft zwischen mir und Marcel weiter bestehen bleibt. Ich werde auf jeden Fall mit ihm befreundet bleiben, klar. Und wir werden auch in den Ferien wahrscheinlich mal wieder was zusammen starten und vielleicht auch ein paar Videos für euch produzieren. Und ja, das war's dann auch so mit meinem Statement. Ich hoffe, ihr habt jetzt so einen kleinen Überblick bekommen, was so unsere Situation im Impact-Clan im Moment ist. Alles ist gut, will ich dann nur noch als Abschlussstatement sozusagen euch mit auf den Weg geben. Und damit bin ich raus. Haut rein, Leute, und bis zum nächsten Mal.